Liebefonig ist euer Steinball. Wir sind zurück in England und in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Portugiesen haben den Schotten den Krieg erklärt, übrigens den Iren auch. Also das sollte wohl irgendwie so ein Doppelschlag werden, aber die Schotten, mit denen hatten wir ein Bündnis oder ein Pakt, ein Nicht-Angriffspakt und ein Beistandspakt. Und sie haben uns gefragt und wir haben zugesagt, sind jetzt mit den Portugiesen im Krieg und dafür gehört uns Schottland. Immerhin. Ja, dennoch das Ganze ein bisschen knifflig, weil die portugiesische Armeestärke, ich glaube, doppelt so groß ist wie unsere. Also da müssen wir sehen. Aber ich würde mal behaupten, dass unsere Flottenstärke deutlich höher ist. Und wir können mal gucken, gibt es irgendwo noch eine andere Flotte in Sicht? Möglicherweise nicht. Also wenn es uns gelingt, zum Beispiel diese Flotte jetzt vielleicht zu vernichten, dann können wir hier den Hafen abriegeln mit unserer starken Flotte. Und dann würde einiges jetzt schon sich entspannen. Aber das ist alles noch eine offene Frage. Eine Sache habe ich mir noch überlegt. Ich habe ja angefangen, jetzt hier noch weitere Forts zu bauen. Und ich glaube, hier unten, wo ich da jemanden hingeschickt habe, wo war denn das nochmal? Irgendwo hatte ich doch jemanden hingeschickt, um ein Fort zu bauen. Hier, genau. Das werde ich nochmal zurücknehmen, weil ich noch einen besseren Platz gefunden habe. Nämlich hier oben in Akershus. Da haben wir auch eine Grenze zu Portugal. Da wäre das eigentlich noch besser. So, und jetzt heißt es. Jetzt gilt es. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es jetzt aussieht. Ich bin am Überlegen, ob wir hier irgendwo möglicherweise unser Geld mal ein bisschen zusammenhalten sollten. Ich denke mal, hier werden wir, glaube ich, mal runtergehen. Das macht jetzt auch überhaupt keinen Sinn. 6, 8 ist ja, das war sowieso Schwachsinn. So, okay. Dann wollen wir sehen. Eine feindliche Flotte von größerer Stärke als unsere Verteidigungsflotte patrouilliert vor unserer Hauptstadt. Feindliche Truppen können jederzeit eintreffen. Die ist wirklich größer, meint ihr? Eine Schaluppe, 2 Schivonellen, 4 unbekannte Kriegsschiffe. Wir haben 7 Galeonen. Naja, ich hoffe mal, dass das genügt. So, in Detroit werden wir angegriffen. Okay. Und da haben wir das richtig antizipiert, sind aber jetzt natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl von Truppen hier. Und müssen wir jetzt mal gucken, ob das genügt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich habe keine richtig gute Erfahrung beim Verteidigen jetzt, wie ich jetzt die Aufstellung mache. Ich weiß gar nicht, wenn die Einheiten in zweiter Reihe stehen, falls wir Schusseinheiten haben, können die da, glaube ich, nicht feuern. Ne? Also wir werden, ich setze das erstmal so hin. Die Musketiere, die würde ich dann gerne hinter die Mauer tun. Haben wir hier jetzt, wir haben hier gar keine Kanonen, ne? Ach du Schreck. Ha, der Gegner flieht. Ha, 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 ha. Hervorragend. Aber ich glaube, wir werden ihm jetzt nicht folgen. Weil er sowieso flieht und dann kriegen wir nur noch Schaden. Tja, mein Freund. Sehr gut. Okay, da haben wir gut antizipiert. Hervorragend. In Jacksonville werden wir ebenfalls angegriffen. Oh, und auch hier haben wir echt den Angriff vorausgesehen. Ey, das war aber jetzt richtig cool. So, dann unser leichter Artillerie. Ich vermute mal, dass er hier wieder fliehen wird. Hoffe ich zumindest. Unser General ist hier. Schwere Infanterie können wir noch aufstellen. Hellebardi. Ja, tatsächlich. Ja, sehr cool. Okay. Allerdings, wenn wir angreifen, würde es auch nicht so eindeutig aussehen, wo wir das jetzt mal... Das würden wir auch nicht gewinnen. So, jetzt Seeschlacht. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Hervorragend. Wir minimalste Verluste und der Gegner, also auf hoher See sind wir ihm echt überlegen. Er wird vermutlich fliehen. Wir haben leider nichts versenken können. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem, das ist erstmal ein hervorragender Auftakt gewesen. Allerdings hier, wow. Schaut euch das mal an. Sie sind von dort aus in alle Richtungen ausgeschwärmt und haben komplett den ganzen Mist dort erobert. Das ist natürlich richtig. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Alle unbefestigten Provinzen haben die hier mit eine Wahnsinn! Richtig gut gemacht. Oh mein Gott. Das Problem war folgendes. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, muss ich mal so sagen, dass sie
einfach diesen aus einer Allianz heraus so eine Aktion machen. Und deshalb habe ich mich nicht wirklich gut verteidigt und befestigt gegen die Portugiesen. Und das ist natürlich jetzt richtig, richtig heftig. Und nicht nur dort, sondern auch da oben. Da haben wir sogar jetzt noch jemanden verloren. Baumeister. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die können natürlich jetzt immer weiter vorgehen. Das ist ja wohl bitter. Verdammt. Bündnis abgelehnt, auch das noch. Ja, jetzt sind super viele Einheiten hier unterwegs. Wir haben eine Artillerie rekrutiert. Okay, zwei große Handelsschiffe. Amsterdam-Meer ist die Flotte des Gegners. Und Irland schließt einen Pakt mit Frankreich. Das heißt, ist jetzt... Oh nein. Ich hätte jetzt gedacht, Frankreich hätte jetzt Irland, aber das reichte wohl noch nicht. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Das ist jetzt wirklich übel. Soll das hier eine Landungsposition werden? Tatsächlich, 7 Schaluppen. Aber das müssten wir doch jetzt abfangen können, oder was? Indem wir jetzt hier patrouillieren, müssten wir doch eigentlich die Landung verhindern. Gehe ich mal davon aus. So, jetzt haben wir super viel Land verloren. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt hier vor? Wir müssen eigentlich jetzt systematisch was zurückerobern. Aber dadurch, dass überall jetzt der mit diesen wenigen kleinen Einheiten dasteht, ist das natürlich ziemlich heikel, das Ganze. Die Frage ist, sind wir stark genug, ihn hier rauszudrängen? Das weiß ich nicht. Hat er möglicherweise Armeen dort weggeschickt? Ich weiß es nicht, Leute. Das ist jetzt richtig doof, diese Situation. Naja, gut. Also wir haben jetzt eine Armee und wir haben... Ach, wisst ihr, was wir jetzt machen? Genau, das hätte ich jetzt beim letzten Mal schon machen können. Wir können uns natürlich jetzt richtig viele neue Truppen holen, indem wir jetzt Taino ins Imperium holen. Die Frage ist, ob wir sie ernähren können, aber das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, die haben nämlich einiges noch an Truppen. Das wird uns richtig helfen, denke ich. Die können wir dann upgraden und so weiter und so fort. So, also wir stehen in Detroit. Wir wissen nicht, was der Gegner tut. Wir sollten vermutlich nicht in Thurston angreifen. Das ist der Punkt. Das heißt, wir werden jetzt auch mal so eine kleine Aktion machen. Aber hier können wir ehrlich gesagt nicht viel rausnehmen, ne? In Mool ist nichts mehr da. Die hat er möglicherweise jetzt abgezogen. Ja, dann werden wir jetzt auch mal so eine Strategie machen, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen die leichte Kavallerie. Und... greifen damit jetzt in Mool an. So, das sind die zwei neuen Handelsschiffe. Die bleiben dort. Na, lass uns erstmal die Truppenbewegung machen. Das Blöde ist, wenn er jetzt hier alles Mögliche zusammenzieht, dann wird es schwer. Wir könnten jetzt noch versuchen... Vielleicht machen wir das so. Wir werden jetzt hier mit der Speerkavallerie nach Toronto reiten, um irgendwas zurückzuerobern. Und dann hatten wir im Homeland, hatten wir ja hier eine Schwere und die bringen wir auch nach Detroit. So, und jetzt geht's weiter. Jacksonville. Insofern ist es jetzt doch wichtig, dass wir hier so viel wie möglich versuchen, noch Festungen zu bauen. Vielleicht direkt hier in Guadeloupe. Edinburgh müssen wir aber eigentlich anschließen. Was ist denn jetzt wichtiger? Festung? Ich weiß es nicht. Hier geht er ja auch voran. Das ist so nervig. Dann werden wir mal versuchen, zumindest hier die zweite Reihe zu sichern. Hier haben wir die Stadt ausgebaut. Aber wir bringen den jetzt erstmal da weg und in Sicherheit. Wenn, dann bauen wir hier oben weiter aus.
Oder wir besparen das Ganze, das ist jetzt auch eine Möglichkeit. Dass wir sagen, das ist jetzt eigentlich nicht wichtig, wir müssen alle Ressourcen hier für den Krieg mobilisieren. Vielleicht ist das ganz gut. Bringen wir ihn erstmal dorthin. Und den bringen wir auch weg. Wobei, wartet mal. Ja, nee, den bringen wir auch weg. Erstmal hier in Sicherheit bringen. So, und jetzt hier unsere Armee. Jetzt hier unsere Armee. Können wir einen Frontalangriff hier auf Peelbody vielleicht wagen? Das wäre natürlich ein Clou, wenn wir das hinkriegen würden. Ich würde mal sagen, wir riskieren es jetzt. Wir greifen hier an. Der hat natürlich jetzt. Wie zuverlässig ist das Ganze hier? Das ist die große Frage. Der hat dann mit Sicherheit eine schwere Artillerie. Und er hatte hier auch, wenn ich mich recht entsinne, drei Leichte. Wenn er wirklich hier noch drei Leichte stehen hat, dann haben wir keine Chance. Dann können wir das nicht durchziehen. Aber wir können es ja wenigstens probieren. Ich würde mal sagen, wir probieren es. Wir versuchen es. Zurückziehen können wir uns immer noch. Und wir hatten aber ja hier unten noch unsere zwei leichten Artilleries, die wir auch noch irgendwo in Stellung bringen sollten. Hier sind sie. Wo bringen wir die denn jetzt hin? Am besten irgendwo zur Verteidigung, vielleicht. Um den weiteren Vormarsch zu stoppen, können wir die hier vielleicht irgendwie verteilen oder wir bringen sie hier nach Penta. Ne, das ist ja nicht mal unsers. Hier unten haben wir immerhin eine Mauer. Dann bringen wir sie hier nach Richmond. Obwohl, und wenn wir sie nach Richmond bekommen, dann hätten wir vielleicht auch die Zeit, doch dort hier was hinzubauen. Das ist gut. Wenn wir das tatsächlich verteidigen könnten. Gut, dann habe ich, glaube ich, alle Einheiten bewegt. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier reißen können. Wie sieht es aus mit der Transportkapazität? Da ist jetzt einiges drin. Warum haben wir jetzt hier 38 über? Das verstehe ich nicht ganz. 38, das kann doch nicht sein. Wir haben doch jetzt nur 16 dazu bekommen. Oder haben wir möglicherweise Flotten erobert? Ich weiß nicht so genau. Das verstehe ich nicht ganz. Oder hatte das alles wieder zurückgesetzt, was ich hier gemacht habe? Auf jeden Fall hat sich hier viel verändert. Wir müssen ein bisschen was tun. Also 34, das ist okay. Hier müssen wir zwei mehr machen. Dann sind wir auch bei 34. So, Geld ist wichtig, deswegen bringen wir das rüber. Und jetzt haben wir viel, viel, viel verloren. Wir haben auch mit Sicherheit deutlich weniger Arbeitskräfte. Das ist der Grund. Ja, natürlich. Wir haben. Ah, ja, na klar. Weil wir natürlich Gebiete verloren haben. Dementsprechend haben wir natürlich viel weniger, was jetzt hier transportiert wird. So, ich glaube, das ist wichtiger. Kohle ist jetzt nicht so entscheidend. Das haben wir auch schon runtergemacht. Der Rest ist auf Maximum. Dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen was über. Okay, gut. Also noch geht es, was den Transport betrifft. Ab jetzt, denke ich mal, sollten wir keine Schiffe mehr bauen, sondern vor allem rekrutieren. Das ist jetzt das Wichtige. So, das heißt, wir brauchen Landarbeiter, so viel es geht. Denn daraus werden Soldaten. Und was fehlt uns? Uns fehlen eigentlich leichte. Aber wir müssen auch bedenken, wir bekommen ja natürlich jetzt auch von den Indianern ordentlich was. Deswegen werde ich mich mehr jetzt auf Feldartillerie und so beschränken. Ja, und das war's dann jetzt auch schon, was wir hier machen können, weil uns natürlich die Landarbeiter fehlen. Aber das kommt dann in der nächsten Runde. Wir brauchen für Feldartillerie allerdings Bronze vor allem. Das heißt, wir müssen hier in der Produktion natürlich ein bisschen was umdisponieren. Holz ist jetzt nicht mehr ganz so entscheidend. Bronze ist wichtiger. Das können wir auch reduzieren. Gehen wir hier nochmal einen hoch. Ach so, wir sind jetzt auch am Ende, was hier die Wolle betrifft. Bronze, vielleicht sogar noch mehr Bronze. Versuchen wir das mal auf dem Weg. Und dann wird uns aber irgendwann jetzt auch die Arbeitskräftemangel treffen, der Arbeitskräftemangel treffen, weil natürlich es jetzt hier fehlt an Hüten und Zigarren und Zucker.
Wobei Zucker geht noch, weil wir noch ein paar Reserven haben. Na, mal sehen. Also das wird echt heikel. So, hier haben wir jetzt erstmal nichts. Und jetzt ist die Frage, haben wir jetzt unsere Angriffsbefehle richtig gesetzt? Wie ist der Stand der Dinge? Und vor allem kriegen wir hier diese Flotte. 7 Schaluppen, die müssen wir doch bekämpfen können. Das kann doch nicht sein, dass er hier anlegen kann, oder? Ich meine, dann wäre es sowieso vorbei. So, unsere Einheiten greifen Toronto an. Gucken wir uns das jetzt mal an. Ach, Toronto. Ach, da ist... Okay. Okay. Ich dachte, da wäre eine Mauer gewesen. Ach nee, das war der Angriff auf Toronto. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben nur eine Speerkavallerie. Aha, da hat er sich also... Ja gut, da können wir uns dann gleich zurückziehen. Da hat er sich also hin verzogen. Wir greifen Mul an, als ob der unsere Bewegung gesehen hat. Ah, wenn da mal die KI nicht cheatet. naja, gut. Also das war dann auch nix. Zurück. Aber immerhin kann er dann von dort aus keine Angriffe machen. So, unsere Garnison in Richmond wird angegriffen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier müsste was... Womit er jetzt hier kommt, da bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Ja, jetzt flieht er. Okay, das haben wir Gott sei Dank richtig gemacht. Und jetzt greifen wir hier an und... Tja, das ist die große Frage. Ist das zu machen mit dem, was wir jetzt hier hinführen? Ich fürchte nicht, glaube ich. Nee. Das ist definitiv nicht zu machen. Da können wir uns auch gleich direkt mal zurückziehen. Das bringt nichts. So. Okay, damit ist das fehlgeschlagen. Das ist fehlgeschlagen. Hier haben wir den Feind zurückgeschlagen. Da oben konnten sie leider weiter erobern, weil wir da keine Festung haben. Und hier ist unser Angriff fehlgeschlagen. Und was ist mit den Flotten? Ist da nichts passiert? Das ist ja eine Frechheit. So, Taino ist angeschlossen worden. Jetzt wissen wir, jetzt muss ich mir das mal aufschreiben, wo der Gegner im Moment steht. In Halland und bei den Irokesen. Wir haben einen spanischen Spion eliminiert. Einmal Feldartillerie dazu bekommen. Okay, und wir haben unbeschäftigte Arbeiter. Gut. So, jetzt müssen wir mal den Rest hier noch weiter erkunden. Und dann schauen wir doch gleich mal, was wir hier möglicherweise von den Indianern bekommen haben an Truppen. Also wir haben, das ist doch ganz nett, dreimal schwere Kavallerie und einmal leichte, die wir auch upgraden können. Und das machen wir auch direkt. Also 4 neue Einheiten bekommen. Und hier sind, glaube ich, noch überall irgendwo welche. Nochmal schwere Kavallerie. Also jetzt wird es natürlich richtig fett. Und hier nochmal. Wow. Okay, das sind ja unfassbar viele Einheiten. Können wir die überhaupt ernähren? Und was machen wir mit denen jetzt? Das ist die große Frage. Wo greifen wir jetzt an mit denen? Kann diese schwere Kavallerie, die kann, glaube ich, nicht schießen, ne? Mit der ist doof zu verteidigen. Ja, das ist jetzt echt knifflig. Okay, jetzt machen wir mal erstmal die anderen Sachen. Wir sind jetzt hier angekommen. Da stehen unsere 2 leichten... Jetzt würde ich gerne hier erstmal eine... Ein Vorbau. Ich weiß gar nicht, ob das 2 Runden dauert oder eine Runde. Deswegen ist die Frage, ob der jetzt verloren ist, wenn wir ihn jetzt hier hinsetzen für den Vorbau. Kann sein, dass das jetzt vergebliche Liebesmüh war. Ich weiß es nicht recht. Schwierige Situation. Schlafen bitte. Und wo bringen wir jetzt unsere leichte Artillerie hin? Dazu müssen wir irgendwie erstmal einen Plan haben. Boah, die sind einfach
zu viele verstreut überall. Wir können ja gar nicht alles so einfach verteidigen. Wir könnten natürlich versuchen, jetzt diese ganzen Kavallerieeinheiten hier zumindest nach Schweden rüberzubringen. Ein Teil zumindest, um dann da ein bisschen gegenhalten zu können. Das ist vielleicht ganz gut. Versuchen wir das. Da, wo noch keine Festungen sind. Also beginnen wir mal hier. Hier haben wir 4. Dann werden wir mal 2 und 1 nach Jämtland bringen. Diese beiden bringen wir dann hier nach Angermanland. Hier haben wir 3. Die bringen wir nach... Tja. Nach Småland. Und haben wir hier noch welche? Ja. Die 3 bringen wir hierhin, nach Uppland. Und damit hätten wir überall zumindest Truppen, um den weiteren Vormarsch zu stoppen. Und dann haben wir hier noch eine Truppe über. Eine leichte. Und wir könnten ja einfach mal probieren von hier oben, von Mohawk aus. Kann ich die da hinschicken? Warum kann ich sie da nicht hinschicken? Achso, ich muss sie jetzt mal auswählen. Ja, das ist nämlich zum Beispiel unverteidigt. Genau, da bringen wir das nach Mohawk und können vielleicht von dort nach Süden marschieren. So, das Blöde ist jetzt, dass wir hier nicht vorankommen. Ich meinte, der Gegner kommt auch nicht voran, aber wir eben auch nicht. Das ist das Ding. So. Hier waren unsere Aktionen auch nicht von Erfolg gekrönt. Okay. Gut, allerdings können wir hier, glaube ich, ganz gut verteidigen und können vielleicht mal woanders Stellung beziehen. Vielleicht mit den Truppen hier, mit den beiden, dass wir hier mal... Tja, Ottawa ist ein bisschen verteidigt. Wir müssen jetzt vielleicht den Rest noch verteidigen. Versuchen Brisbane oder Miami. Was ist wichtiger? Ziehen wir mal nach Miami. Die leichte, die bringen wir nach Jacksonville in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann den Angriff hier durchziehen können. Und vielleicht können wir doch noch Brisbane verteidigen, wenn wir hier 2 Truppen dorthin schicken. Und vielleicht Glück haben, dass sie da nicht so massiv auflaufen. So, und ihr geht hier, ihr bleibt hier, keine Anweisungen. Das ist soweit in Ordnung. Hier unten ist immerhin eine Mauer. Oha, das ist echt heikel, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben 3 Landarbeiter. Können wir uns überhaupt erlauben, jetzt hier noch irgendwelche Einheiten zu rekrutieren? Das ist die große Frage. Ich fürchte eher nein. Schaut mal, wir haben 43 Getreide brauchen wir jetzt. Da müssen wir aber sowas von... Können wir gerade so rüberbringen. Wie viel haben wir noch in Reserve? 53, okay. Und hier... So, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier irgendwo mit dem Handel ein bisschen runtergehen. Was ist die Frage? Was weniger? Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viel Holz im Moment, weil wir ja keine Schiffe mehr bauen. 36, wir brauchen noch 7, ne? Das kommt hin. Okay. Sogar ein zu viel. So. Jetzt müssen wir sehen. Wolle ist knapp, wie man sieht. Der arbeitet nicht. Ach so, aber wir wollen rekrutieren. Das ist ja der Punkt. Das heißt, wir müssen hier weniger ausheben. So, machen wir das so. Und was rekrutieren wir jetzt? Ja, können wir überhaupt noch rekrutieren? Wir können vielleicht noch 2 Einheiten, würde ich mal sagen.
Wollen wir nochmal, ich würde mal sagen, nochmal zwei Feldartillerie. Die sind im Moment besonders hilfreich. Aber wir können nur eine. Was haben wir sonst nicht? Arkebusiere. Oder Musketiere. Was ist wichtiger? Versuchen wir mal die Arkebusiere. Die haben wir noch gar nicht. Okay. Gut soweit. Dann haben wir den Transport bestätigt. Und ja, liebe Leute, dann machen wir erstmal Schluss. Also das geht jetzt heftig langsam voran, weil einfach das jetzt ziemlich komplex ist, die Sachen. Und wir haben jetzt auch unsere Truppen sehr, sehr weit gestreut. Müssen wir aber auch, weil einfach der Gegner auch so weit streut und wir müssen jetzt dagegen halten. Aber der entscheidende Zug war jetzt wirklich die Taino hier zu integrieren, weil das hat uns ja jetzt wirklich viele, viele, viele Einheiten auf Anhieb gebracht. Und möglicherweise schaffen wir es dadurch, hier in Schweden zumindest gegenzuhalten und bis Akershus den Gegner wieder zurückzudrängen. Das wär echt mal ein Erfolg. Mal gucken, ob es gelingen wird. Ja, also es bleibt spannend, bleibt dran. Das nächste Mal dann der große Zug gegen die Portugiesen. Und dann wollen wir mal sehen, was das wird. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinmeier.